Hallo Leute, der Grauton hier und nach längerer Zeit gibt es bei mir endlich mal wieder eine Review zu einer der WWE Main Show Pay-Per-Views. Zuletzt habe ich ja fleißig Reviews zu den NXT-Events gemacht, aber zu den Hauptshows eher weniger. Dafür erst einmal Entschuldigung, dass das auch so wortlos passiert ist und dass zum Beispiel auch zum Royal Rumble keine Review kam, obwohl ich die vorher angekündigt habe. Aber ich muss halt wirklich sagen, das Produkt der WWE hat mich in letzter Zeit wirklich bis an die Grenzen des Einschlafens gelangweilt und wirklich teilweise so kalt gelassen, dass ich zwischenzeitlich wirklich die Wochenshows nur noch sehr, 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 sehr sporadisch verfolgt habe und mich halt ein bisschen informiert, was passiert ist, aber halt nicht mal immer geguckt habe, also mir wirklich die Videos angeguckt habe, was passiert ist. Das ist mittlerweile wieder anders, denn es ist ja nun doch so ein bisschen Schwung in die Shows reingekommen. Es gibt immer noch vieles, was mir nicht gefällt. Es gibt immer noch vieles, wo ich sehr, sehr fassungslos bin, wie man Storylines einfach völlig in den Sand gesetzt hat und bei jedem zweiten Wrestler, der rauskommt, denke ich, du hattest doch vor ein paar Wochen noch diese Storyline. Was ist damit eigentlich passiert? Und ja, weiterhin, ich so viele Wrestler sehe, wo einfach das Potenzial unglaublich verschwendet wird und wo, ja, die WWE halt im Moment zwei, drei gute Storylines hat und der Rest wird halt einfach lieblos zusammengebuckt. Das war auch bei Fastlane jetzt nicht großartig anders. Aber zumindest haben wir hier einen ganz ordentlichen Event gesehen und deswegen dachte ich, spreche ich darüber mal kurz. Wie immer versuche ich es kurz zu halten, ob ich es schaffe, ist die andere Frage. Aber ich sage gleich dazu, zu WrestleMania gibt es dann auch wirklich eine richtig umfangreiche Review, vielleicht sogar mit einem Gast, genau wie auch zur Raw After Mania. Wahrscheinlich kommt das erst am Dienstag, sage ich gleich vorab, denn ich muss arbeiten an dem Tag und zwar Spätdienst. Das heißt, ich komme abends hier zu Hause an, dann gucken wir die 7 Stunden WrestleMania wahrscheinlich, so in dem Dreh. Wahrscheinlich dann direkt Raw im Anschluss und dann, ja, dann kann ich quasi euch erst eine Review dazu aufnehmen. Denn an dem nächsten Tag habe ich dann frei. Also das heißt, irgendwann Dienstag, Vormittag, so in dem Dreh, wird die WrestleMania Review kommen und die wird aber dafür dann richtig schön umfangreich und mit detaillierten Aussagen zu den Matches und so weiter. Außer halt, ich bin so müde, dass ich sie dann erst später aufnehmen kann, aber ich versuche euch die gut zu liefern. So, jetzt aber erstmal zu Fastlane. Da werde ich wieder die Sternebewertungen on the fly machen. Und bitte auch hier zu entschuldigen, wir waren auch hier teilweise so ein bisschen abgelenkt während des Guckens. Also auch hier, wenn die ein oder andere Sternebewertung für euch nicht so hundertprozentig Sinn macht, dann seht's mir bitte nach. Wir sind bei, ja, so anderthalb Matches zwischendrin ein bisschen abgedriftet, aber ich glaube, ich habe sie trotzdem ganz gut mitbekommen, letztendlich, ja. Also, das Ganze ging los mit der Kickoff-Show mit The New Day gegen Shinsuke Nakamura und Rusev. Das werde ich jetzt mal nicht bewerten, weil es ein Dark-Match war und ja, einfach sehr, sehr durchschnittlich. Das war jetzt weder was sonderlich Herausragendes, noch war es schlecht. Es war halt da und war okay. So, damit kommen wir zur Hauptshow und die ging gleich richtig gut los, muss ich sagen. Es ging nämlich los mit dem WWE SmackDown Tag Team Title Match zwischen den Usos, den Champions also, und dem Best Tag Team in the World, Shane McMahon und The Miz. Das Ganze ging circa 14 Minuten und am Ende haben dann die Usos mit einem Einroller gegen The Miz gewonnen. Und wir haben uns während des Matches gefragt, was wäre denn eigentlich, wenn nicht The Miz wieder Heel turnt, sondern Shane? Was man durchaus auch in eine Story verwursteln könnte, zum Beispiel, dass er sagt, hey, nicht nur du machst dir deinen Vater stolz mit Titeln, sondern auch ich und du hast es verbockt. Und wir fanden beide, dass die Variante Shane Heel zu turnen die viel bessere Variante ist, denn The Miz ist gerade over wie Sau. Ich würde sogar behaupten, dass er im Moment der overste Face der Company ist. Er wird bejubelt, kriegt seine Chance, Miz ist awesome und er ist wahnsinnig over. Und es wäre unglaublich schade gewesen, das jetzt wieder abzubrechen und ihn auf Zwang gegen Shane Heel zu turnen. Und wir fanden es beide sehr, sehr gelungen, dass man hier den anderen Weg gewählt hat, was auch sehr, sehr gut gesellt war von The Miz. Gerade als er dann im Aufgabegriff quasi einschläft, wie er dann so geschockt noch seinen Vater anschaut und dann vor dessen Augen ausgechoked wird. Ja, also das Match Shane gegen Miz wird bei WrestleMania kommen, aber mit The Miz als Face. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung.
Weil man mit The Miz wirklich was machen kann und auch wirklich eine gute Story aufbauen kann, so nach dem Motto, er kriegt jetzt endlich mal die Anerkennung, die er verdient und die er auch wirklich als Wrestler verdient, wenn man sich mit dem Mann mal ein bisschen beschäftigt. Genau, das Match, was dazu geführt hat zu diesem Ende, war auch sehr, sehr ansehnlich. Also da ging es schnell hin und her. Shane natürlich wie immer mit seinen etwas ungeschickten Punches und so weiter, aber es hatte einige coole Spots. Beispielsweise der, als Shane und einer der Usos beide aufs Top Rope geklettert sind, Shane ursprünglich den Coast to Coast zeigen wollte, der andere Uso zur Verteidigung hochklettert und quasi dann Miz angreifen möchte und dann Shane ihn aus der Luft dropkickt, um The Miz zu retten und so weiter und so fort. Und eben auch einige coole Passagen, wo dann The Miz sich eben in richtiger Face-Manier gegen beide Usos gleichzeitig zur Wehr gesetzt hat. Und das war einfach ein sehr flottes, ein sehr dynamisches Match mit diesem einen richtigen Highlight-Spot, einem sehr, sehr schönen Finish, wie ich finde, was sehr, sehr viel Sinn macht und was man in eine gute Story ummünzen kann. Was die richtige Entscheidung war, mit The Miz als Face weiterzugehen und dass ich das mal sagen würde, wundert mich tatsächlich selber sehr. Und ja, das hat mir gefallen. Es war jetzt kein Weltklasse-Match, aber es war ein durchaus ordentliches Match und deswegen gebe ich hier drei Viertel Sterne für. So, eine Bewertung in diesen Höhen konnte dann Asuka gegen Mandy Rose eher nicht für sich verbuchen. Ich habe ja vorher gesagt, dass mir Mandy Rose in den Also zu Felix, mit dem ich das geguckt habe, dass mir Mandy Rose in diesen Multi-Women-Matches eigentlich immer ganz gut gefallen hat. Dass ich da jedes Mal da saß und dachte, huch, die kann ja Wrestling-Moves. Und jetzt, ja, habe ich sie halt quasi das erste Mal in einem längeren Pay-Per-View-Match gesehen. In den Wochenshows natürlich auch schon mal kurz, aber ja, das ging 6 Minuten 45, das Match hier. Und ja, sie musste quasi das erste Mal ein Championship-Match mittragen. Und das ist ehrlich gesagt nicht so richtig gelungen. Also, da war ein sehr stark verbotschter Move bei. Und auch ansonsten war das ein relativ träges Match, was dann eben doch von Asuka eher gelebt hat als von Mandy Rose. Die aber, glaube ich, ja, einfach mal, da muss man einfach mal sehen, wenn sie jetzt weitere Singles-Matches bekommt und so weiter, wie sie sich noch entwickelt. Weil sie hat in den Multi-Women-Matches durchaus gezeigt, dass sie, ja, Wrestling-Moves sauber ausführen kann. Und das hier war aber allerdings eine relativ ungeschickte Vorstellung und es war halt auch kein sonderlich spektakulärer Spot oder sonst was dabei. Das Match-Finish fand ich dann auch ein bisschen ungünstig, dass eben letztendlich Sonya Deville einen Kendo-Stick unter dem Ring hervorholt, um ja, Mandy Rose in einem unbeobachteten Moment zu helfen. Dann aber Mandy Rose letztendlich nach einem Whip-In auf dieser hochgeklappten Abdeckung ausrutscht und dadurch in den Spinning Kick von Asuka reinrennt und dadurch verliert. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, Mandy Rose und Sonya Deville splitten und vielleicht sogar ein Singles-Match von den beiden macht aktuell überhaupt keinen Sinn, weil das Publikum zu keiner von den beiden in irgendeiner Form eine Verbindung hat. Das wird dann wieder sowas wie damals Titus O'Neil gegen Darren Young, wo sich einfach keiner für interessiert, wer da gewinnt. Ich finde, die funktionieren als Team eigentlich ganz gut. Ich muss auch sagen, jetzt gerade Women's Teams zu splitten, wenn es die Women's Tag Team Title gibt, fände ich fraglich, aber darauf wird es wohl hinauslaufen. Oder man deutet es wieder an und es passiert dann nicht. Aber dass hier letztendlich wieder eine Asuka nur gewinnt, weil die Gegnerin ausrutscht und quasi von ihrer eigenen Partnerin betrogen wird, aus Versehen. Ich finde die Darstellung von Asuka wirklich merkwürdig. Sie ist aus dem Nichts Championess geworden und hat quasi da abgestaubt, ist dann wochenlang nicht in Erscheinung getreten und jetzt gewinnt sie halt quasi wieder durch Versagen der Gegnerin sozusagen. Das ist eine sehr merkwürdige Darstellung für Asuka eigentlich. Und ja, Mandy Rose, das war ihr erstes Titelmatch, was sehr aus dem Nichts kam und das hätte man meiner Meinung nach eindeutiger gestalten können und sollen und dann Mandy Rose eben beispielsweise über eine Fehde um die Tag Team Title aufbauen und so weiter und dann kann man sie später wieder ins Titelgeschehen bringen. Und ich muss auch sagen, ich habe bei SmackDown im Moment überhaupt keine Ahnung, wo Asuka, gegen wen Asuka antreten soll, außer wahrscheinlich halt gegen Lacey Evans, die aber bisher noch nichts gemacht hat, außer rauslaufen, reinlaufen. Das sind aber die Gerüchte, dass sie es wohl wird. Und ja, also die SmackDown Women's Division ist seit Becky und Charlotte da mehr ihr eigenes Ding mit Ronda machen, ist die wirklich sehr, sehr, sehr schwach aufgestellt. Schwach auf der Brust, haha.
Und ja, dieses Match hat mir leider gar nicht gefallen. Ich gebe 2 Sterne, weil es war noch okay geworkt. Es war jetzt kein Totalausfall, aber es war auch absolut kein gutes Match. Ja. Das gleiche gilt auch für das nächste Match, nämlich The Bar gegen Kofi Kingston am Handicap-Match. Allerdings muss man dazu sagen, dass dieses Match ja aus Story-Sicht natürlich sehr viel Sinn gemacht hat. Denn vor dem Match sehen wir, wie Kofi Kingston vor Vince McMahons Büro steht, zu dem er in der Kickoff-Show beordert wurde. Das heißt, mittlerweile hat er schon 1 Stunde dort gestanden. Ja, also New Day kommt vorbei und fragen ihn, sag mal, was machst du denn hier? Du sollst doch bei Vince McMahon drin sein. Und er sagt, hey, ich stehe seit 1 Stunde hier, ich klopfe immer wieder und mir wird immer wieder gesagt, ich soll weggehen. Und ja, New Day gehen dann rein mit ihm und sagen, nee, komm, das lassen wir uns nicht gefallen, setzen sich für ihn ein, sagen, er hat ein Titelmatch verdient, er wartet seit 11 Jahren, er reißt sich den Arsch auf, er macht alles für die Company. Und Vince McMahon sagt, okay, das WWE Championship Match wird ein Triple Threat. Kofi, geh raus und mach dich bereit, denn dein Match findet jetzt statt. Und ja, New Day feiern und Kofi denkt, jawohl, ich bin in dem Match. Und wir dachten schon so, hä? So leicht lässt sich Vince McMahon überzeugen, da stimmt doch was nicht. Und dann kam halt quasi diese Falle bei raus, dass ja, Kofi Kingston im Handicap-Match gegen The Bar antreten musste. Und ja, das ging 5 Minuten, 4,5 Minuten davon wurde Kofi verprügelt, durfte sich einmal kurz aufbäumen. Gegen Ende kamen dann The New Day raus, um zu helfen, wurden von Rusev und Shinsuke Nakamura aufgehalten. Und Kofi Kingston verliert dieses 2-on-1-Handicap-Match, so wie es auch sein sollte. Ja, hat zu fleißigen Buhen für The Bar geführt, stärkt Vince McMahon in seiner Heel-Rolle, stärkt Kofi Kingston in dieser Underdog-Rolle, in die man ihn gerade schiebt. Und passt einfach zur Story, dass Vince McMahon einfach Kofi Kingston nicht wirklich leiden kann und ihm jetzt das Leben zur Hölle machen möchte. Und ja, das hat gepasst, muss ich sagen. Und deshalb werde ich mich jetzt hier einfach mal dazu entscheiden, dass ich dieses Match aus der Wertung rausnehme. Denn es war kein tolles Match. Also wenn ich jetzt Sterne geben würde, würde ich auch hier sagen, 2 Sterne war nicht so gut. Es hat aus Story-Sicht aber total Sinn gemacht. Es hat nicht viel Zeit weggenommen. Und von daher werde ich dieses Match einfach ausklammern, damit es die Bewertung nicht runterzieht. Weil es war sinnig, das hier zu machen. So, dann hatten wir das war übrigens auch das Match, wo wir nur so mit einem Auge dabei waren. Dann hatten wir das Three-Way WWE Raw Tag Team Title Match zwischen The Revival, Aleister Black und Ricochet und Bobby Roode und Chad Gable. Das ging 11 Minuten, hätte durchaus gern länger gehen können. Und war unterhaltsam. Es war halt viel Flippy-Shit von Ricochet, der eben ja, übers Top Rope gesprungen ist, sein 450 im Ansatz gezeigt hat, ja, übers Top Rope gesprungen ist, durch den Ring geflitzt und so weiter. Aleister Black mit seinen harten Kicks und mittendrin haben halt Bobby Roode, Chad Gable mitgemischt. Die sich so ein bisschen haben anstecken lassen davon. Also auch Bobby Roode hat einmal ein Save gemacht, wo er so eine Vorwärtsrolle gemacht hat, die total ungelenk aussah, obwohl er einfach mit der Hand hätte rankommen können. Ja, also das war so ein Match, das war gut, es war flott, es war chaotisch, wie das diese Tag Team Matches meistens sind. Es war aber auch nichts bei, was für die Leute, die da im Ring standen, sondern nicht denkwürdig war. Und am Ende haben dann so Revival sozusagen einen Gegner isoliert. Chad Gable war es, glaube ich, ne? Und haben dann, genau, Chad Gable mit der Shatter Machine erwischt und dann den Titel verteidigt. Das war ein solides Match und unterhaltsam, aber auch absolut nichts Besonderes meiner Meinung nach. Und deswegen würde ich sagen, das war ziemlicher Durchschnitt und ich gebe dafür 3 Sterne. So. Danach kam ein Match, was mir deutlich besser gefallen hat, nämlich das Fatal 4-Way-Match zwischen Samoa Joe, Andrade, Cien Almas, R-Truth und Rey Mysterio um den United States Title. Auch das Match ging nur 10 Minuten 48 Sekunden, genau wie das Tag Team Match, aber diese wurden, finde ich, sehr viel besser gefüllt, weil jeder seinen Anteil im Match bekommen hat. Samoa Joe eben mit seinen typischen Power Moves, gerade Rey Mysterio und Andrade Cien Almas wieder mit sehr, sehr schönen Spots, wo dann, ja, Rey Mysterio mit seinen klassischen Head Scissors und Hurricanranas gearbeitet hat, auch vom Top Rope nach draußen auf Andrade, der dann auf den Boden gehauen wurde, der eben auch mit seinen Spinning, Second und Top Rope Moves
Ihr hört schon, auch hier kann ich jetzt nichts sonderlich hervorheben, was mir jetzt super doll im Kopf geblieben ist. Aber es war ein durch die Bank weg unterhaltsames Match. Auch R-Truth mit einigen kleinen witzigen Comedy-Elementen, wo er dann eben John Cenas Moves imitiert hat, weil er sein großes Vorbild John Cena ist laut der Storyline. Und die übrigens nicht so richtig Sinn macht. Aber das macht nichts, weil das ist trotzdem lustig. Ja, Carmella und Selina Vega haben sich am Rand einmal gekloppt. Das heißt, es war wirklich so durch die Bank weg, einfach konstante Action, wie das in so einem Fatal 4-Way sein sollte. Und das hat einfach ziemlich Spaß gemacht, das Match. Und am Ende besiegt dann Samoa Joe Ray, nachdem er den 619 abbekommen hat. Ray dann eben einen Splash zeigen möchte von Samoa Joe, dabei aber abgefangen und in den Coquina Clutch genommen wird. Und dann dort ja, zur Aufgabe gebracht wird, sozusagen. Und ja, das war durchaus gut. Samoa Joe sah stark aus, alle hatten ein gewisses Showing. Und das hat mir insgesamt wirklich gut gefallen. Und deswegen würde ich auch hier, wie beim SmackDown Tag Team Title Match, obwohl, ja doch, auch 3,75 geben. Wie gesagt, für 4 Sterne hat ein bisschen die Matchzeit gefehlt, hat ein bisschen denkwürdige Momente gefehlt und so, aber es war ein durchaus unterhaltsames Match, hat mir gut gefallen und hat gepasst. Ja, und dann kam das WWE Women's Tag Title Match zwischen The Boss and Hug Connection, also Bayley und Sasha Banks, und Nia Jax und Tamina. Und das war ein einziges Botch-Desaster. Das kann man einfach anders nicht sagen. Es gab den Versuch von Nia Jax und Tamina, Sasha Banks in so eine Art Cheddar Machine oder so zu packen. Sasha flog aber hoch und kippte dann mit dem Oberkörper nach unten, weil einfach die nächste Partnerin nicht nah genug dran stand oder Sasha nicht genug Körperspannung hatte. Jedenfalls ist dann mit dem Kopf voran nach unten gekippt und wurde gerade noch so aufgefangen. Nia Jax und Tamina waren einfach das ganze Match über unfähig, Leute zu fangen. Also es ist wirklich, dann standen sie draußen nah am Ring, Sasha springt runter und sie haben sie wieder nicht gefangen und sie ist so zu Boden geplumpst. Versuchte Moves haben nicht funktioniert, weil sie sich gegenseitig von den Schultern gekippt sind. Also es war ein einziges Botch-Desaster und die einzige, die hier wirklich sehr, sehr solide gearbeitet hat, war Bayley. Auch Sasha hat gebotcht in diesem Match, nicht nur Nia und Tamina, aber die vor allem, weil sie wirklich gesagt 3-4 Mal es nicht geschafft haben, die anderen Frauen zu fangen. Und Bayley aber hat den Großteil des Matches getragen, hat sehr, sehr flott, sehr, sehr schöne, flotte Aktionen gezeigt. Alles hat gesessen, alles war sauber. Und dann hat sie am Ende auch den Pin für ihr Team quasi eingefahren. Also Bayley sah in diesem Match sehr, sehr, sehr gut aus und war das einzige kleine Highlight. Ansonsten war es wirklich ein einziges, riesiges Botch-Fest. Und ich hoffe, dass man das mit Bayley bewusst so macht, also nicht, dass die anderen botchen, aber dass sie so präsent in den Matches ist. Ich hoffe, dass man das macht, um dann irgendwann einen Split zwischen ihr und Sasha zu bringen und da dann eine Fehde draus zu machen und das zu thematisieren, dass Bayley die Matches so sehr trägt. Das fände ich sehr, sehr schön. Ich glaube nicht so richtig dran, aber das war das Einzige, was mir positiv aufgefallen ist. Ansonsten, wie gesagt, unspektakulär und total verbotscht. Am Ende hat sich dann Beth Phoenix noch eingemischt in das Ganze und wurde verprügelt von Tamina und naja, dann kam Natalya raus, um den Safe zu machen und wurde auch verprügelt. Und am Ende haben halt Tamina und Naya einmal mehr verloren, aber haben danach alle verprügelt und deshalb Heat gezogen. Nun ja. Was man mit Beth Phoenix da jetzt macht, wird man sehen. Ja, gut. So, ja, ich muss sagen, auch hier vergebe ich 2 Sterne, weil es war okay. Hätten die Moves, die gemacht werden sollen, geklappt, hätte es durchaus das Potenzial zu 2,5 oder auch 3 Sternen gehabt. Aber durch die ganzen Botches war halt leider einfach nicht mehr drin. So, nun kommen wir zu einem der besten Matches des Abends und auch einem der saubersten geführten, nämlich Daniel Bryan gegen Kevin Owens und das Triple Threat, wir erinnern uns, Mustafa Ali, der in den Ring geschickt wurde, finde ich eine spannende Entscheidung, weil so mit der Aktion von Vince McMahon war das ja eigentlich ein Spot, der prädestiniert für den Heel war und stattdessen hat man jetzt mit Mustafa Ali ein Face reingeschickt, der dann auch ordentlich Heat gezogen hat. Es gab die ganze Zeit Kofi-Kofi-Chance und es passt auch einfach nicht in die Story, dass Vince McMahon sagt, nein,
Kofi Kingston ist nicht gut genug, den mobbe ich jetzt in Grund und Boden. Und dann schicke ich Mustafa Ali in den Ring. So, also das wollte nicht so richtig passen. Er hat aber dem Match natürlich trotzdem sehr, sehr gut getan. Kevin Owens wirkte topfit und hat sehr, sehr schöne, viele harte Moves gezeigt. Daniel Bryan, wie immer, mit gutem Heelwort, der die ganze Zeit die Gegner ins Gesicht geslappt hat und meinte, you don't belong here, zu ihnen. Und Mustafa Ali, der ja seinen Spanish Fly gezeigt hat, ein 450 vom Top Rope auf den Apron, wo sein Gegner lag. Und auch generell, also er wurde dann auch einmal vom Top Rope runtergeworfen und ist auf den Füßen gelandet, um dann direkt von dort den nächsten Move zu zeigen. Also Mustafa Ali ist einfach ein unfassbar talentierter Typ. Und ich hoffe, dass man es mit ihm nicht so verbockt. Aber wie gesagt, ihn hier in das Match reinzubucken, war für ihn als Face absolut nicht die richtige Entscheidung. Aber das Match war, wie gesagt, sehr, sehr gut. Kevin Owens hat auch ordentliche Reaktionen gezogen als der ganz klare Face. Also auch das ist aufgegangen, der dann teilweise eben auch Daniel Bryan Mustafa Ali im Alleingang gehalten hat. Ein sehr cooler Moment, wie er Superkick gegen Mustafa Ali zeigt, dann gegen Daniel Bryan einzeigen möchte, von dem aber getreten wird, einfach stehen bleibt und den Superkick dann trotzdem zeigt. Also Kevin Owens hier ganz klar in der Face-Position, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch das Match-Finish hat mir dann sehr gut gefallen. Nämlich Mustafa Ali, der gegen Daniel Bryan, was wollte er denn zeigen? Naja, er wollte jedenfalls irgendwas zeigen und ist direkt in das Running Knee von Daniel Bryan gerannt. Das war sehr, sehr schön getimed, das war ein sehr schönes Finish. Hat mir sehr gut gefallen und es war durch die Bank weg ein ordentlich langes Match. Sauber geführt, schön geführt. Wie gesagt, ein paar Momente, die am Ende geblieben sind. Vor allem von Mustafa Ali, also auch der Move auf den Apron. Dann, wie er ja einfach vom da oben auf den Füßen gelandet ist und direkt in die nächste Offensive gegangen ist. Das Finish ist in Erinnerung geblieben, dieser Kevin Owens-Moment. Das Match hatte Momente, an die ich mich erinnere. Und deswegen würde ich hier auch... Ja, also es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen, aber es war sehr unterhaltsam und deswegen gebe ich hier 4 Sterne. So, und dann Becky Lynch gegen Charlotte Flair. Das ging 8 Minuten 44 und hier mal ganz kurz, vielleicht mache ich dazu nochmal ein extra Video. Ich möchte für den Wrestling-Content auf jeden Fall demnächst auch wieder mehr bringen. Aber ich bin halt auch nur ein Mensch und kann auch nicht immer alles auf einmal stemmen, was ihr mir hoffentlich nachseht. Aber vielleicht mache ich dazu nochmal ein Video zu. Mir ist es unbegreiflich, wie man diese Becky Lynch-Story so gegen die Wand fahren konnte, weil die lag auf dem Silbertablett da, Becky Lynch als dieser Badass Stone Cold Steve Austin-Charakter, der sich gegen die Autorität auflädt, der gegen Ronda Rousey angeht und sich da einfach durchbeißt durch alle Widrigkeiten. Stattdessen kommt man mit Charlotte, die da reingebracht wird, was ja auch noch okay ist. Kann man machen, hätte man aber nicht müssen, meiner Meinung nach. Und dann Becky, die ja nicht zum Arzt gehen will, obwohl sie verletzt ist und dann suspendiert wird und dann wieder doch nicht und dann vakantiert Ronda den Titel laut Steph und dann wieder doch nicht und dann kommt Charlotte rein und greift die an, dann turnt sie heel, die ganze Zeit Becky mit ihrer Verletzung, die irgendwie von Woche zu Woche immer schlimmer wird, wo sie doch Anfang der Story noch geklärt wurde medizinisch von ihren Ärzten. Also es ist wirklich so, eigentlich hätte man ganz simpel Becky, Ronda hauen sich auf die Fresse. Becky, the man, mit den Leuten hinter sich. Pures Feuer. Charlotte hätte ich in ein Rückmatch gegen Asuka gestellt, ehrlich gesagt. Aber meinetwegen bringt Charlotte da noch mit rein. Kann man machen. Die Authority-Figur gibt Becky vielleicht noch mehr Feuer. Stattdessen kommt man mit dieser Verletzungsstoryline und Becky, die ihren Rumble-Sieg hat, aber dann wird sie suspendiert und dann hat sie ihn nicht und jetzt muss sie drum kämpfen, dass sie ihn bekommt und man hat aus Becky Lynch einfach völlig das Feuer rausgenommen und das will mir nicht in den Kopf. Und auch dieses Match hier war für Becky gegen Charlotte einfach total unwürdig, weil man wieder ein Match hat, wo man weiß, dass was die beiden können und stattdessen lässt man eine Becky antreten, die nahezu nicht kämpfen kann. Charlotte und sie haben noch das Maximum aus dieser Storyline rausgeholt, in dem halt Becky leiden musste und Charlotte die ganze Zeit sehr arrogant immer auf einem Bein rumgehüpft ist und sie verhöhnt hat, eben ihren Charlotte Flair Walk gemacht hat und halt einfach Becky von vorne bis hinten verhöhnt hat. So lange, bis dann Ronda Rousey reinkam,
Becky einen Punch versetzt hat, mit dem sie auch erstmal lag und damit quasi Becky Lynch wieder die Q gewinnt und in das Match bei WrestleMania mit reinkommt. Das war das einzige am Match, was ich sehr konsequent geschrieben fand, weil Ronda hat ganz klar gemacht, sie will Becky in dem Match haben, sie will zeigen, dass sie die Stärkste ist, sie will Charlotte und Becky verprügeln. Und es ist ihr scheißegal, was die Fans dazu sagen. Dieses Finish fand ich sehr, sehr passend. Auch Becky, wie sie danach da saß und so, wie so halb benommen noch gegrinst hat, das fand ich okay. Alles andere war halt, es war halt langweilig. Dadurch, dass man zwei der talentiertesten Wrestlerinnen des Rosters wieder durch diese Stipulation oder durch diese Match-Story völlig eingrenzt, die auch noch die ganze Story aus, die ganzen Feuer aus der Story rausnimmt. Und ja, ich kann leider nicht anders. Also es war ein bisschen besser, weil einfach besser umgesetzt von den Akteurinnen als die anderen Women's Matches, aber eben auch nur ganz minimal. Deswegen gebe ich leider auch hier nur 2,25 Sterne. Ja, so. Ich bin aber, weiß aber auch noch nicht, wie ich dazu stehe, dass man jetzt quasi diese Storyline hat. Okay, Becky hat ihren Rumble-Slot verloren. Warum auch immer. Also der Rumble-Sieg wird auch irgendwie immer weniger wert mit jedem Jahr. Und muss sich den jetzt zurückerkämpfen. Und ich weiß nicht, wie ich es dann finde, dass man ihm den quasi jetzt schenkt. So. Aber ich fand das Ende an sich trotzdem gut gelöst. So, ich muss jetzt noch mal kurz was trinken. Verzeihung. So. Und dann kam der Main Event, nämlich The Shield, Dean Ambrose und Seth Rollins und Roman Reigns gegen Drew McIntyre, Baron Corbin und Bobby Lashley. So, hierzu ganz kurz eine Sache. Ich freue mich natürlich sehr, dass Roman Reigns genesen ist oder dass er weitestgehend, also dass er in Remission ist und dass die Krankheit quasi erstmal besiegt ist, seine Krebskrankheit, und dass er wieder wrestlen kann. Darüber freue ich mich sehr. Und ich muss auch sagen, ich war erst nicht begeistert davon, dass man The Shield wieder zusammenfügt, weil, wie gesagt, Dean Ambrose ist an dem Tag, wo Roman Reigns seine Krebserkrankung bekannt gegeben hat, Seth Rollins in den Rücken gefallen, hat The Shield zerstört, hat gesagt, er will es niederbrennen. Und jetzt ist er wieder Face und es wird so getan, als wäre nie was gewesen. Mit einer ganz kurzen, ganz fadenscheinigen Begründung. Aber ich bin okay damit, wenn Dean Ambrose wirklich geht, also wenn er nach WrestleMania wirklich, wenn sein Vertrag ausläuft und er dann wirklich geht, dann bin ich völlig okay damit. Und danach sah es am Ende des Matches wirklich aus, wenn man sagt, ein letztes Mal The Shield, ein letztes Mal die drei zusammen, ein letztes Mal, ja, diese Möglichkeit, sie zu zeigen, dann finde ich das völlig okay. Und dann muss ich sagen, finde ich es auch okay, dass man es in den Main Event packt. Wenn Dean Ambrose bleibt und das jetzt einfach nur war, hey, Roman Reigns ist wieder da, also kommt er auch wieder in den Main Event, obwohl da mehrere Titel auf der Card waren und so, dann finde ich das einfach nicht gut und nicht schlau von der WWE. Versteht mich nicht falsch. Ich freue mich sehr für Roman Reigns, den Menschen, aber sie müssen mit dem Charakter, sie haben jetzt die einmalige Chance, ihn wieder, er wird jetzt bejubelt, weil die Fans sich freuen, dass er lebt und dass es ihm gut geht und dass er die Krankheit besiegt hat. Und er wird jetzt wirklich von ganzem Herzen bejubelt von den Fans. Und sie dürfen jetzt aber nicht den Fehler machen, ihn sofort wieder in Main Event Region zu bringen, ihn sofort wieder zum Titel zu pushen und so übermächtig darzustellen, weil dann haben sie mit Roman Reigns ganz schnell wieder die Reaktion, die sie vorher auch hatten. Unabhängig von dem, was er durchgemacht hat. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Sorge und dachte so, wieso steht The Shield im Main Event, wenn da ein WWE Title Match ist, wenn Becky gegen Charlotte da ist? Und so, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es das letzte Match der drei zusammen waren, weil die haben sich am Ende umarmt. Allein Seth Rollins, wie er am Ende wirklich, wie es gepiept werden musste, weil er gesagt, one last time, motherfuckers. So, also, und wenn sich ein Seth Rollins zu sowas hinreißen lässt, dann glaube ich schon, dass das wirklich der letzte Auftritt der drei gemeinsam in einem Match war. Dann kann man das gerne als Main Event machen. Es war ein Top-Match. Nicht falsch verstehen, es war durch die Bank weg. Super unterhaltsam. Wir haben Seth Rollins gehabt, der nochmal von einer Erhöhung runtergesprungen ist. Wir haben natürlich die klassischen Shield-Moves mit der Triple Shield Powerbomb gehabt, wo Baron Corbin in dem Moment sagte, Summon the Cerberus, und das wäre ein super Finishing-Name gewesen für diesen Move. Dann am Ende, wie sie nochmal alle ihre Signature-Moves verteilen ja, dann am Ende sich in den Armen liegen und feiern miteinander. Es war ein sehr flottes, sehr gut geführtes Match. Es war sehr sauber gearbeitet und es hat mir einfach durch die Bank weg gut gefallen.
Ja, auch hier waren jetzt wenig Momente bei, bis auf den Move von Seth Rollins und so weiter, die jetzt sonderlich neu waren, aber es war über 25 Minuten ein sehr flüssiges, ein sehr sauberes, ein sehr unterhaltsames Match. Und das, obwohl ich Bobby Lashley und Baron Corbin beide nicht für die talentiertesten Wrestler dieser Erde halte. Und ja, deswegen ist das für mich auch mein Match of the Night und ich gebe hier, na, gemeinsam mit dem WWE-Titelmatch und ich gebe auch hier 4 Sterne. So, wie gesagt, ich hoffe, in Anführungszeichen, dass das jetzt dann auch wirklich das Physische Shield war. Dann habe ich auch kein Problem damit, wenn sie sie entgegen aller Logik nochmal vereint haben. Aber ja, ich hoffe, dass das wirklich jetzt der Abschluss für The Shield war. Denn, wie gesagt, wenn jetzt Dean Ambrose bleibt und man sie dann ein viertes, ein fünftes, ein sechstes Mal wieder vereint, irgendwann zieht dann ein The Shield eben auch nicht mehr. Und ja, das wäre schade, wenn das letztendlich so kommt. Ansonsten muss man noch dazu sagen, Elias hatte mehrere Auftritte, in denen er halt die Show kommentiert hat. Am Ende, bei seinem letzten Auftritt, wurde er dann RKO'd von Randy Orton und dann hat AJ Styles Randy Orton attackiert. Mit dem Phenomenal Forearm, was das sollte, keine Ahnung, man wollte sie wohl in der Show haben, aber man darf keine Sekunde über nachdenken. Warum ist Randy Orton da? Warum ist AJ Styles da? Was soll das? Aber sei es drum, Lacey Evans kam einmal rausgewatschelt. Und ja, das war schon okay, so alles. Ja, aber man muss letztendlich dann doch resümieren. So, ich habe jetzt hier 9 Matches, alles streiche ich da letztendlich raus, nämlich so bar, also 8 Matches. Das heißt, wir haben 24,75 Sterne durch 8 Matches. Das heißt, es ist eine Bewertung von 3,09 Sternen. Und damit, wie ich vorab gesagt habe, eine überdurchschnittlich gute Show. Also wie gesagt, es gab zwischendurch diese Phase, wo man sich ein bisschen gelangweilt hat mit Asuka, Mandy Rhodes, Boston Hack Connection. Es gab immer wieder so Lowlights, aber im Großen und Ganzen waren das solide Matches. Es sind Dinge passiert, die man so vielleicht nicht erwartet hat. Stichwort Shane. Die Sache mit Kofi Kingston war sehr, sehr konsequent gemacht. Und wir haben eben zwei sehr, sehr schöne Matches mit Daniel Bryan, Kevin Owens und Mustafa Ali sowie The Shield gegen Baron Corbin, Drew McIntyre und Bobby Lashley bekommen. Und ja, so kann ich mich am Ende des Tages eigentlich nicht beschweren. Es war ein ordentlicher Event und das ist mehr, als man über die meisten Events vor WrestleMania sagen kann, die oft sehr safe, sehr unspektakulär sind. Also der war auch unspektakulär, aber er hat zumindest mehr eingeleitet, als das sonst WrestleMania Pre-Pay-Per-Views tun. Und ja, dementsprechend kann ich mich am Ende des Tages über diesen Event nicht beschweren und verabschiede mich und wir hören uns dann zur WrestleMania Review, die auf jeden Fall kommt. Das verspreche ich an dieser Stelle. Bis dahin, euer Rauton und ciao.